Erzähl mal die baddeste Sache aus deiner Jugend. Ich war 2 Wochen im Jugendarrest. Willkommen zurück in eurer Lieblingsshow. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Denn das ist Fee. Fee wird heute 7 Mädels blind date. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin die Fee. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus Wien, produziere Popmusik mit Kindern, bin Single, gay und ich habe mich tatsächlich mit 12 schon geoutet. Mit 12? Was ist schon deine Sexualität? Ja, somehow yes, ich weiß nicht. Und wie sieht so deine Traumfrau aus? Das Ding ist, ich war in einer sehr toxischen Beziehung. Darum würde ich mir halt einfach jemanden wünschen, der verständnisvoll ist, ehrlich ist, der kommunizieren kann. Und so vom Typ her stehe ich eher so auf feminine Frauen, aber schauen wir mal, was wird. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück! Drei, zwei, eins. Damn, okay, was ist dein erster Eindruck? Fresh. Ist nice. Ja, ist ganz cool. Kandidatin Nummer 2, was denkst du, macht sie? Irgendwas Alternatives, glaube ich. Was Künstlerisches. Ja, vielleicht. Was Künstlerisches, ja. Das kann voll gut. Dann, ich meine, Kandidatin 3, perfekt. Ich liebe die Schuhe, ich habe sie auch. Also da kann man nichts falsch machen. Würdest du auch richtig gut zu Kandidatin 3 passen? Schon, oder? Irgendwie von der Vibe jetzt mal so. Ja, das wäre ganz cool. Irgendein Paar, was dich gar nicht so anspricht? Ich meine, jetzt ist die Zebra-Hose noch ein bisschen nicht so im Kontext, aber ich denke mir vielleicht, wenn man das ganze Outfit sieht, könnte es sich ergeben, könnte dass passen. Es Sinn macht. Ja, könnte passen. Aber jetzt so vom ersten Eindruck, mutig. Gewagt. Gewagt. Das kann was werden. Zur ersten Frage, hast du eine? Ja, also meine erste Frage ist, wie würdet ihr euch in 3 Worten beschreiben? Das ist eine gute Frage. Okay, ja. Kandidat Nummer 1. Wild, süß und ambitioniert. Ja. Die Stimme war gut, so ein bisschen oder? Tief, so ein bisschen, ja, sexy. Ja. Kandidatin 2? Empathisch, loyal und kreativ. Oh. Kreativ, da sehe ich mich. Ja, und auch sexy. Kreativ. Kandidatin 3? Leidenschaftlich, ein bisschen crazy und auch sehr kreativ. Auch kreativ, ja. Gut. Was machst du Kreatives? Ich bin viel am Zeichnen. Nice. Sehr cool. Kandidatin 4, was sind 3 Wörter, die dich beschreiben? Ich glaube lieb, aufgedreht und empathisch. Ja, das ist sweet. Das ist süß, ja. Kandidatin 5, wie würdest du dich in 3 Wörtern beschreiben? Ehrlich, humorvoll, abenteuerlustig. Cool. Ja. Ja, das ist ehrlich, humorvoll. Passt irgendwie zu einem Schuh, ich weiß nicht, Abenteuer da. Auch wie sie es gesagt hat, so ehrlich, humorvoll, abenteuerlustig. Ja, das ist cool. Christ, was ist Christ? Kandidatin 6, wie würdest du dich beschreiben? Ich glaube eher extrovertiert, kommunikativ und auch ehrlich tatsächlich. Ja, super. Auch gut. Auch gut. Wie findest du die Stimme? So ein bisschen tiefer, ne? Ja, tief, aber mag ich. Ja? Ja, mag ich. Okay. Sehr sexy. Kandidatin 7, wie würdest du dich in 3 Wörtern beschreiben? Lustig, abenteuerlich und süß. Oh, alles abenteuerlustig. Alles irgendwie sweet, girls. Ja, du musst dich jetzt leider nur entscheiden. Und ich weiß, das ist schwierig, aber du musst eine von den 7 rauswählen. Du kannst auch noch eine Fastrunde haben, wenn du dir nicht selber sicher bist. Ja, eine Fastrunde wäre es noch. Mhm. Macht ihr Musik? Ja, ist vor allem eine Leidenschaft. Aha, da haben wir es schon. Ich singe unter der Dusche gerne. Auch das war gut. Jetzt Nummer 2, oder? Ja, I can relate. Also ich singe immer gerne im Auto. Auch gut? Mhm. Nein, leider nicht. Mhm. Okay. Ich singe auch nur unter der Dusche und in der Karaoke-Bar. Mhm. Oh, Karaoke-Bar. Ist aber fun, doch. Ja? Ja. Machst du das? Okay, nice. Ich kann singen und Gitarre spielen tatsächlich. Das wird immer attraktiver. Mhm. Nice, merken wir uns. Ja. Kandidatin 7? Ich singe gar nicht. Gar nicht. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, Nummer 4 und Nummer 7. Ja, ich fürchte leider, das ist so schwierig, also ich fürchte leider Nummer 4. Nummer 4 muss raus. Ja, ich okay. Fürchte. Dann Kandidatin Nummer 4, du kannst ja vorkommen. Oh, hallo, hi. Ist aber Ulla, das Outfit, ich liebe das Top.
Danke. Voll das coole Make-up. Make-up extrem cool, auch Haare cool. Das sieht richtig gut aus. Super, ja. Cool. Dann danke, dass du da warst. Danke, ciao. Voll die geilen kurzen Haare. Ja, ist richtig. Ist kurze Haare? Ich finde es mega cool, aber es ist halt jetzt nicht so mein Typ, wo ich mir so das vorstellen könnte. Irgendwie. Ja, nächste Runde. Bist du bereit? Ich glaube schon. 3, 2, 1. Oh damn, jetzt macht die Zebrahose mehr Sinn. Ja, weil sie so eine Schlaghose ist. Das macht schon mehr Sinn, auf jeden Fall. Boah, aber cool auch irgendwie. Ich finde die vierten Schuhe auch richtig nice jetzt. Gell, jetzt wo man sie sieht, dass sie höher sind. Ja. Ich liebe die Hose von vorletzter Kandidatin. Ja? Ach, super. Nummer 5? Ja, so. Wie heißt denn das? So eine Ballonhose, oder? Ja, so eine Vintage-Jogginghose, oder? Ja, voll. Nice. Also die Ringe sieht man auch. Stimmt. Das ist auch wollt ihr mal alle eure Hände zeigen? Bitte, alle haben Ringe. Haben alle kurze Fingernägel? Ja. Iconic. Super. Mhm, ja. Auch fast alle Ringe. Alle Ringe, ja. Ich habe das letztens bei einer Freundin gesehen, die hatte komplett lange Nägel, außer die zwei. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich habe halt lange Nägel, aber ja. Mein Gott. Das repräsentiert mein Sexleben im Moment. Schön, das wollen wir ändern. Ja. Ich habe eine Frage vorbereitet. Und zwar, ich stehe auf Frauen, also ich bin lesbisch. Ich habe mich mit 12 Jahren geoutet. So krass einfach. Ja. Mit 12 Jahren wusstest du ganz genau, Mama, Papa, das ist meine Sexualität. Ja, voll. Ich habe es zuerst meinen Freundinnen auf der Klassenreise gesagt. Und ja, dann. Wie haben die reagiert? Voll gut eigentlich. Ich hatte Urangst, weil das Ding ist, ich habe halt immer die wilden Hühner und die Liebe angeschaut. Und da gibt es ja dieses eine lesbische Mädchen, die Wilma. Und die dann ausgegrenzt wird. Genau. Und darum hatte ich es immer so Angst, meinen Freundinnen zu erzählen, weil ich dachte, sie werden so reagieren. Aber sie haben urgut reagiert und ich war so glücklich am nächsten Tag. Ja. Ja, ich wünschte, ich hätte es genauso früh rausgefunden. Ja, ich weiß. Ja. Naja, besser später als nie. Okay. Ja. Also demnach die Frage, habt ihr Erfahrungen mit Frauen oder mit Männern oder welche Sexualität oder wie schaut's aus? Kandidatin Nummer 1. Also ich weiß, dass ich mich in beides verliebe und ich habe mich schon sehr oft in eine Frau verliebt, aber bis jetzt ist meistens nichts draus geworden, weil ich sehr schüchtern bin. So was Süßes. Ja, vielleicht. Was kann ich jetzt? Kann ja noch werden. Ja. Kandidatin Nummer 2. Also ich würde mich als bi bezeichnen. Bei Männern bin ich ziemlich selbstbewusst und das Witzige ist, bei Frauen werde ich dann immer ziemlich schüchtern. Oh Gott, da habe ich letztens ein TikTok-Video zugesehen. Irgendjemand meinte auch so, irgendwie bei Männern bin ich der absolute Klärer, ich kläre sie alle und bei Frauen auf einmal so, oh mein Gott, das habe ich auch schon öfters gehört, to be honest. Okay, Kandidatin Nummer 3. Ich bin da genau Ihrer Meinung, leider nur ein bisschen, also genau im Gegenteil. Also ich bin eher bei Frauen dominanter und bei Männern eher ein bisschen schüchterner. Ja. Aber interessant, sie ist dominanter. Suchst du jemanden, der dominanter ist, ein bisschen höher ist oder auf deiner Ebene? Dominant ist nicht schlecht. Also ich mag das auch so, wenn so Frauen so confident sind. Das finde ich cool. Okay, cool. Nummer 4. Also ich stehe nur Frauen und das schon seit, keine Ahnung, seit ich denken kann. Ich meine, meine Verwirrtheit mit 16 oder in der Pubertät habe ich definitiv gehabt, aber ich stehe nur Frauen. Da sehe ich mich. Ich sag's dir, ich finde das so attraktiv, wenn eine Frau so voll auf Frauen steht. Ja. Das ist ich kann es mir einfach perfekt vorstellen, wie sie sich jedes Mal dachte so, nee, ich stehe auf Frauen. Dann irgendwie so eine kurze, verwirrte Phase mit 16 so, vielleicht doch Männer. Ja. Oh nein, doch nicht, auf gar keinen Fall. Ich kann es auch richtig verstehen. I mean, wie kann man nicht auf Frauen stehen? Ja, period. Kandidatin 5? Ich würde meinen, es liegt dann eher an der Person. Ich label mich da leider nicht so genau, aber wenn es passt, dann passt es halt. Ja, stimmt. Kann man auch nichts gegen sagen. Naja, nee, überhaupt nicht. Nee. Kandidatin 6? Also ich kann mir tatsächlich was mit beiden vorstellen, aber bei Frauen bin ich eher schüchterner. Süß. Würdest du den ersten Schritt machen? Ich bin auch eher schüchterner, aber ich sehe es kommen, einfach zwei Lesbien. Ja. Ich bin schüchtern. Mir ist das halt schon so oft passiert einfach, ist nicht so leicht. Aber ja, es ist so ein Zusammenspiel, I guess. Ich meine, dafür ist die Show ja perfekt. Ja, vielleicht findest du die große Liebe. Ich hoffe, ja. Gar nicht so unrealistisch. Ja, eben. Okay. Aber die Frage ist, wer davon ist es? Ja, das ist jetzt echt schwierig, weil die waren alle gute Antworten. Ja, alles sweet irgendwie. Ja, sagt dir irgendwas, also findest du die Stimme irgendwie von irgendjemandem besonders attraktiv? Nummer 5.
Nummer 5? Tiefe Stimme. Also. Ah, ja, 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 ja. Nummer 5. Ja, ja. Hab ich schon gedacht. Ja, ja, das hat was. Nummer 2 ist genau das Gegenteil. Die ist eher so süß an. Ja, aber ist auch cool. Also, Nummer 2 ist irgendwie so mysterious. Das interessiert mich irgendwie, was da noch kommt. Ja. Ja. Ich überlege gerade, Nummer 1, ich kenne dich nicht, oder? Vielleicht. Ich glaube, ich weiß. Ja, ich glaube, ich weiß. Echt? Okay, so klein ist die Szene halt. Ja. Das ist aber die Frage, woher kennt ihr euch? Woher kennen wir uns? Längere Geschichte, also eigentlich ursprünglich über Bumble, I guess. Ah, ihr habt mal gedatet? Ja. Nein, nein, das Ding ist... Wir haben uns gematcht. Wir wollten uns treffen. Genau, dann hat sie mir geschrieben. Dann habe ich sie geghostet, weil ich damals noch so an meiner Ex-Freundin gehangen bin, weil das war so ein Monat, nachdem ich meine Ex verlassen hat. Und dann habe ich ihr irgendwann wieder geschrieben und ja, jetzt... Ja, letzten Samstag. Ja, letzten Samstag waren wir... Ja, das ist ja jetzt richtig unangenehm. Willst du sie rauswerfen? Ja, das ist urunangenehm jetzt. Wie weit seid ihr denn schon gegangen? Wir haben nur... Ihr habt euch noch nie in echt gesehen? Doch, doch, wir waren auf der Party letztes Mal. Ah, okay. Lassen wir sie noch drin. Schauen wir mal, was wird. Ja. Dann müsstest du dich von einem der folgenden entscheiden. Puh, das ist schwierig. Ja, das ist echt schwer. Mädels, kurze Quick-Runde. Habt ihr schon mal jemanden betrogen? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Wenn, dann habe ich mich sofort entschieden. Also du hast dich betrogen und dann hast du... Nein, wenn es zwei waren, habe ich eine Entscheidung getroffen. Also du hast schon mal betrogen, aber dann halt direkt dich dem Ganzen hingegeben. Sagen wir nein. Okay. Sagen wir vielleicht. Okay. Nummer 2, das ist echt spannend bei Lesbien. Ja, das nehmen wir jetzt auch so hin. Also ich bin ehrlich, ich war 16 und noch jung und naiv und meinen ersten Freund habe ich betrogen und ihm das aber auch direkt gestanden. Und aber ich meine, gut, 16 ist noch sehr jung. Ja, verzeihen wir. Ja. Nummer 3. Ich habe tatsächlich noch nie betrogen. Ja? Das, also 3 ist mir sympathisch. Das mögen wir. Mhm. Kandidatin 4, hast du schon mal betrogen? Nein, ich habe noch nie betrogen und ich finde es auch absolut scheiße. Sehr gut. Ja. Kandidatin 5. Hast du schon mal betrogen? Betrogen habe ich jetzt nicht, aber wenn ich dann gemerkt habe, dass Interesse für eine andere Person bestand, dann habe ich mich für die zweite entschieden, leider. Okay. Das klingt aber so casual. Das klingt, als würdest du es immer so machen. Ja? Ja. Kandidatin 6, hast du schon mal betrogen? Nein, ich habe noch nie betrogen. Das klang sehr klar und gut. Ja, und das kam auch so sofort. Ja. Ja. Mein Gott, da hast du jetzt schon so ein Wechselbad der Gefühle, ne? Ja. Nummer 5, singt und spielt Gitarre, das hüpft aber gerne von Girl zu Girl. Mein Gott, ja. Your battle. Ist halt so jetzt. Okay, du musst dich jetzt für eine entscheiden. Okay. Es ist so hart. Es ist so hart. Stell dich da vor und lass deinen Körper entscheiden. Das hat bei Mike funktioniert. Wirklich? Mhm. Ach, es ist so... Also es tut mir im Herzen weh. Aber du weißt wer? Ja. Okay, wer? Okay. Mhm. Ja, verstehe ich. Ja. Also nicht, verstehe ich nicht, ist deine Entscheidung, ich habe damit nichts zu tun. Okay. Ich würde euch alle drin lassen. Ja, es tut mir so leid, ihr seid sicher alle mega cool. Aber ich entscheide mich jetzt in dieser Runde, ich muss halt für Nummer 3. Es tut mir so leid. Okay, Kandidatin Nummer 3, du kannst ja vorkommen. Oh mein Gott, I'm scared. Trommelwirbel. Schön, dass du da warst. Ja, danke schön. Oh cool, es tut mir so leid. Ich habe kein Problem. Aber richtig sweet bist du. Ja, danke schön. Vielleicht connectet ihr euch einfach nur mal auf Instagram. Ja, fix. Genau, so machen wir das. Tauschen wir aus. Perfekt. Sehr gut. Schön, dass du da warst. Danke. Ciao. Ach süß, voll die schönen blonden Haare. Richtig schön. I wish meine Haare wären so. Du musst jetzt noch jemanden rauswählen. Du musst noch mal eine Quickfrage fragen. Okay, noch einmal eine Quickfrage. Ich will fragen, wollt ihr einmal Kinder haben? Und wenn ja, wie? Ja, genau. Okay. Also ich liebe Kinder. Ich hätte voll gerne Kinder. Ich würde auch Kinder adoptieren. Süß. Ja, würdest du adoptieren? Ich würde auch adoptieren. Also ich würde einerseits gerne ein Kind bekommen, aber ich würde auch liebend gerne ein Kind adoptieren. Ja. Ein Mädel aus meiner Band wurde adoptiert aus Äthiopien mit 11 Monaten. Und ja, ich finde das wunderschön. Oh, das ist echt süß. Okay, Kandidatin Nummer 2, wie stehst du zu Kindern? Ja, ich will auf jeden Fall Kinder und im Notfall auch alleine. Ja, ja. Ich auch. Ja. That's the spirit. Das ist doch einfach mal eine gute Antwort. Ja.
Das lieben wir. Das finden wir super. Kandidatin Nummer 3, wie stehst du zu Kindern? Ich will auch Kinder, egal ob adoptiert oder eigene Kinder. Je nachdem, was sie halt einfach ergibt. Ja. Können auch mehrere sein. Auch sehr gut. Die machen es wieder schwer. Es ist wirklich schwierig. Kandidatin 4? Ja, ich würde sagen, wie sich's entwickelt. Ich dachte eigentlich immer, ich werde die reiche Single-Tante. Ohne Kinder und ohne nichts. Aber ja. Same. Mag Kinder, sind süß. Ihr könnt auch beide die reichen Single-Tanten werden und dann irgendwann in eurer super riesen Menschen so 17 Kinder adoptieren, wie Angelina Jolie. Ja. Ja, warum nicht? Kandidatin 5? Ich mag Kinder, aber ich weiß noch nicht, ob ich Kinder haben will. Ist ja auch noch Zeit, aber du möchtest keine Kinder? Doch, du möchtest Kinder? Ich möchte am liebsten sofort, ich liebe Kinder über alles. Also, wäre das ein Kriterium? Leider. Ja, wir müssen halt leider so auswählen, geht ja nicht anders. Ja, es geht nicht anders. Ja. Und sie hatte auch dreckige Schuhe. Ja, das ist dann auch ein wichtiger Punkt. Aber wetten, sie ist urcool. Ja, ich weiß. Naja, Kandidatin Nummer 5, komm bitte hervor. Oh, ich habe Angst. Oh, sie ist sicher richtig cool. Oh, sie ist richtig süß. Und komm gut nach Hause. Dankeschön. Danke. Die war süß. Sweet. War die coole Hose. Richtig cool, ja. Das einzige nervig bei den Hosen ist die rascheln. Ja, machen wir so. Ja. Ja. Okay, nächste Runde. Damn. Wow. Nummer 2 macht jetzt Sinn. Ja, Nummer 2 macht jetzt absolut Sinn. Die Hose nämlich, die eben so oben so ihr irgendeinen Namen. Geschenkdingens hat. Ja, und dann das Crop Top, aber das enge, ich lieb's. Welches Outfit findest du am besten? Gerade Nummer 2. Echt? Ja. Krass. Was glaubst du macht Nummer 1? Ich weiß es. Oh. Ja. Na gut, dann überspringen wir das. Kandidatin 3? Sie ist sweet irgendwie. Und Kandidatin 4? Ja, das ist crazy. Ich lieb's. So ist es nicht. Was? Also, ich lieb's, natürlich. Aber die Bauchtasche, es hat was. Ich find's auch gut. Schon, oder? Ich find's richtig gut, ja. Okay, du hast eine Frage? Ja, ich habe eine Frage vorbereitet. Jetzt wird es ein bisschen spicy. Und zwar, ist euch Sex in der Beziehung wichtig und worauf steht ihr so? Also mir ist Sex auf jeden Fall wichtig. Ich bin sehr kreativ und ich stehe darauf, viel zu experimentieren. Auch mit vielleicht ein bisschen so Essen dekorieren oder so. Essen dekorieren? Wie? Auf dem Körper? Ja, genau. Wie bei Sex and the City, so Sushi über den ganzen Körper. Oder Schokolade. Oh. Hast du es schon mal gemacht? Nee, noch nie. Würdest du? Es wird Zeit. Ja. Ja, also ich bin auch sehr offen für alles eigentlich und sehr, mag sehr ausgefallen. Also, ja. Kandidatin Nummer 2, worauf stehst du im Bett? Also ich stehe auf Leidenschaft einfach generell. So, wenn der Vibe passt, dann kann man viel Spaß miteinander haben. Sie ist es auch für mich. Ja. Ja, Leidenschaft ist auch einfach ein gutes Stichwort. Okay, Kandidatin Nummer 3, worauf stehst du im Bett? Also mir ist Sex auch sehr wichtig in der Beziehung. Ich würde aber sagen, dass es, wenn die ganze Beziehung sonst nicht funktioniert und das geil ist, dann ist das auch eher für nix. Ja. Ja, sweet. Und Kandidatin 4? Ich muss jetzt leider ein bisschen dezent antworten, weil meine Mutter das sieht. Aber ich würde meinen, Sex safe wichtig, aber jedem seins und auf was ich stehe, ist tatsächlich, wenn man mit Eiswürfelchen so ein bisschen spielt. Das müsste ich dazu erwähnen. Ja, I like. Gut. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich denken würde, wenn meine Mutter auch wüsste, dass ich diese Frage beantworten müsste. Wie unangenehm. Ja. Also ich kann es vollkommen verstehen. Weißt du, was mir passiert ist? Hä? Mein Vater ist mal reingekommen, als ich gerade jemanden geleckt habe. Oh nein! Unangenehm, sage ich dir. Und dein Vater dann so, ach, so macht ihr das. Ja, und am nächsten Morgen, ich so zum Frühstückstisch, guten Morgen, also guten Morgen. Worauf stehst du denn im Bett? Also ich stehe auch, also ich mag, eigentlich fand ich die Antwort von Nummer 2 sehr relatable, also alles von Blümchen bis wirklich viel experimentieren und würgen und alles mag ich alles. Mhm. Und in der Dusche? Oder in der Badewanne? Ja, soll ich... Da gab es doch mal so eine Szene mit so einem großen YouTuber. Der war eventuell auch schon mal in diesem Format. Who knows? Da ist ein Sachen passiert in der Badewanne, die wollt ihr gar nicht wissen. Anyway, ihr müsst euch... Das lassen wir auch so stehen jetzt besser, glaube ich. Das lassen wir stehen. Lasst euch einfach mal eure Gedanken kreisen, mit wem das sein könnte. So, du musst jetzt eine von den Vieren rauswählen. Das ist so schwer. Okay, sag mir, wen du denn am liebsten.
Okay, es tut mir so, so, so leid. Nummer eins, es tut mir so leid. Ich fühle mich so schlecht. Aber sie hat echt gut bei mir, weil ich sie einfach damals geghostet habe. Und weil sie mich einfach zu ihren Freunden mitgenommen hatte. Das war einfach mega sweet. Oh Gott, es wird jetzt richtig unangenehm. Ja, ich kann sowas gar nicht. Ich auch. Okay, egal. Tut mir so leid. Kandidatin 1, du kannst ja vorkommen. Hey. Das tut mir so leid. Das ist voll okay, du auch. So süß. Du kannst auch... danke, dass du da warst. Also danke auch. Ja. Das war ja unangenehm. Ach. Schwierig. Aber voll die Süße. Richtig. Voll die Hübsche. Richtig die Hübsche, richtig die Süße. Naja. Vielleicht war es die falsche Entscheidung. Vielleicht. Weiß ich nicht. Okay, nächste Runde. Du musst jetzt noch eine rauswählen. Ich muss noch eine rauswählen. Semifinale. Worauf stehst du denn? Stehst du eher so auf Good Girls oder auf Bad Girls? Eher auf Good Girls, aber Bad Girls haben halt auch irgendwas Magisches an sich. Mhm. Darum würde ich einfach mal gern wissen, ob ihr so Bad Girl oder Good Girl seid. Good Girl in the Streets, Bad Girl in the Sheets. Ah! Ja! Ja, das ist sie. Du bist jetzt schon verliebt? Ja. Okay, Kandidatin 2. Ich würde sagen, ich schaue vielleicht ein bisschen wie ein Bad Girl aus, aber ich habe ein gutes Herz. Oh. Jetzt würde mich interessieren, aber wie sie ausschaut. Ja, ich auch. Ich will es auch wissen. Und Kandidatin 3? Boah, ich würde sagen, eine gute Mischung von beidem. Aber ich glaube, es geht eher in die Bad-Richtung. Okay, warum Bad? Ich hatte eine wilde Jugend, sagen wir es mal so. Erzähl mal die baddeste Sache aus deiner Jugend. Boah, das kann ich nicht. Es tut mir so leid. Okay, fein. Dann muss es schlimm gewesen sein. Ja. Eine von den drei musst du jetzt rausholen. Das muss sein. Ich glaube, das wird nichts. Wie gut, dass du es ihr sagen kannst. Okay, es tut mir so leid. Aber irgendwie, mich würde die History noch mehr interessieren. Nummer 3, es tut mir so leid. Okay, dann Nummer 3, du kannst ja vorkommen. Oh Gott. Hi. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Ja, schön, dich kennenzulernen. Was wirklich diese Story? Was? Die Story, die ich gemacht habe. Ja, die will ich wissen. Ich habe damals mal ein Auto geklaut und da war ich etwas jünger. Und da steckte der Schlüssel drin, da bin ich einfach eingestiegen. Dumm und jung. Und du wurdest erwischt? Ich habe es zugegeben, selber. Ach krass. Ich bin selber gegangen, das ging nicht so. Und was passiert? Musst du was machen, so Zeitstunden oder so? Ich war 2 Wochen im Jugend erwischt. Auch einfach ein Knasti. Alter. Ehrlich? Nein, mein Spaß. Also. Hä, aber wenn da ein Schlüssel steckt, ist das nicht auch irgendwie Dummheit auf eigene Gefahr? Mir ist das mal passiert. Ja, das ist Dummheit auf eigene Gefahr. Ja. Ich habe meinen Schlüssel gesucht, bin drauf gekommen, er ist die ganze Zeit einfach gesteckt und ich war einfach stundenlang weg. Aber danke trotzdem, gell? Danke, ciao. Hey, ich finde 2 Wochen Jugendknast dafür übertrieben viel. Ja, für schon. Ein Auto, wo sie sich selber noch das zugibt. Gell? Naja. Okay, Finale. Du hast hier noch 2 übrig. Du musst jetzt dich von einem den beiden verabschieden. Du hast jetzt schon ein Favorite, oder? Aber ich weiß es nicht. Okay, noch mal eine finale Frage. Ja. Ich habe eine gute. Okay. Wie sieht eure Traumfrau aus? Kandidatin Nummer 1? Also ich habe nicht wirklich eine Präferenz. Haarfarbe, Augenfarbe ist mir eigentlich egal. Ich schaue eher auf ein hübsches Lächeln und einen nice Body. Cute. Und Kandidatin Nummer 2, wie sieht deine Traumfrau aus? Kann ich jetzt Celebrity Crush sagen, oder? Ja. Ja. Also ich glaube so Angelina Jolie ist so All-Time-Favorite, ganz oberflächlich gesehen. Ja. Auch cool. Das stimmt auch. Okay, du musst dich jetzt auch von einem von den beiden verabschieden. Beziehungsweise du musst deine Gewinnerin küren. Ich weiß es aber. Ich glaube, ich weiß es auch. Ja, du hast ja seit 3 Runden einen Favoriten. Mein Gott. Dann Kandidatin Nummer 2. Du bist leider raus. Du kannst kaufen. Ich glaube, du warst eine falsche Entscheidung. Hi. Hallo. Servus. Freut mich. Ja. Schön, dass du da bist. Danke. Hat es dir gefallen hier? Ja, war lustig. Spannend. Sehr gut. Sehr gut. Kannst du irgendwas zu ihr sagen? Ist sie nett? Ist sie cool? Nette Fun. Okay. Ciao. Danke. Ciao. Okay, dann deine Gewinnerin. Bist du bereit? Oh mein Gott. I'm so excited. Sie ist gut. Oh Gott. Sie ist artsy. Sie ist cute. Sie ist so perfekt, glaube ich. Ja. Das hättest du am Anfang gar nicht gedacht.
Ja, nur die Schuhe, da war ich noch unsicher. Mhm. Aber ich wusste, da kommt noch was. Du wusstest es ganz genau. Ich wusste es. Genau. Ich habe das gespürt. Okay, dann die Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hi! Freut mich. Oh, wie süß. Mir ist voll gut. Dankeschön, du auch. Und ihr geht jetzt auf ein Date? Ja. Oder ihr tauscht auf jeden Fall mal Nummern aus? Ja. Also ich werde auf jeden Fall dabei. Machen wir. Nice. Dann kommt zusammen, geht in die Ferne, in den Sonnenuntergang. Wie süß. Ich bin auch einfach Amor.